Heute nächste Runde Moped-Schrauben bei Alex. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe mich einquartiert, umgezogen. Moped steht da und jetzt muss ich hier erstmal mal Platz machen, dass man da oben dann das Moped aufhängen kann. Leiter hat er zwar hergerichtet, aber keine Spanngurte, nichts. Naja, wird schon auftauchen. Die Tropfnase ist da. Und das Erste, was er gemacht hat, mir Kippe in die Hand gedrückt. Stimmt doch gar nicht. Sehr doch. Alle, ich bin nicht drauf. Ja, ab jetzt wird's wieder lustig im Video. Ali, hallo, hallöle, erstmal, gell? Das und das jetzt wieso, ich bin feins Auto. Ich nenne das Ganze jetzt mal eine abenteuerliche Konstruktion. Aber das Vorderradl hängt in der Luft. Hätte man vielleicht erstmal die Mutter lösen sollen. Schrauben, den Bolzen, ach was weiß ich. Naja, wird schon funktionieren. Also, Bremssattel beide zurückdrücken. Schraube raus, Tachowelle los und Radl raus. Und ja, Bremsscheiben umbauen und neues Radl zusammenbauen, reinbauen, fertig. Luft auffüllen nicht vergessen. So, Lalle, beide Bremssattel musste ich losschrauben, weil die Felge sonst nicht durchgegangen wäre. Hier haben wir jetzt die Bremsscheibe erstmal mal runter gemacht, dann habe ich erstmal die Auflagefläche soweit sauber gemacht, weil da waren noch Farbreste drauf, dass alles zu spät ist. Tja, jetzt hier die Scheibe runterschrauben, auf die Felge wieder drauf und andere Seite selbe Spiel und dann können wir das Rad schon wieder neu machen. Und natürlich schön mit Drehmoment anziehen und Loctite, oder? Richtig. Mir steigt seine Faulheit schon wieder in die Nase. Oh, jetzt zeig mal, wie ich hier arbeite. Ja? Ist das nicht Arbeit genug? Unglaublich. Neues Rad drin. Soweit, so gut. Da liegt das alte. Werde ich auf alle Fälle noch aufheben. Und jetzt dann den Bock wieder runter. Ölstand nachschauen und dann bin ich fertig für heute. Dann gucken wir mal, was der Alex noch am Auto von mir will. Jetzt wollte er mich zum Döneressen bringen, aber da haben wir keine mehr gekriegt. Ja, der Alex. Und jetzt sind wir hier am Fleischomat. So. Was holen wir uns raus? Herr Puder, dann nehmen wir Schweinehalssteaks. Du, wir können auch Bockwürste nehmen und einfach bloß mit Ketchup und Semmel dazu. Semmel weiß nicht, ob wir das daheim tun, aber irgendwas brauchen wir finden. Ja, richtig. Genau. Machen wir unsere schnelle Currywurst. Ja, also. Ja. So einfach geht das. Was willst du hier? Du kriegst nichts. Eier. Kirschen. Bohnen. Pattinson, Apfelsaft, Honig, naja, da kriegst du alles aus dem Automat hier. Automat, doof, will kein Geld haben. Nein, kein Geld. Nö. Fahren wir zum nächsten. Ist der Automat. Also die Scheißkisten wollen alle kein Geld haben. Haben die einen Verkaufsstopp ab 10 oder was? Nein. Nein, geht nicht. Blöde Sauerei, also ehrlich. Geht nicht. Ich krieg die Motten. Ja, bist du. Bist aber ganz schön am Humpeln. Ja. Hast du so fest zutreten müssen? Ja, natürlich! Guck mal das Aua an! Aua. So Leute, wieder in der Werkstatt. Die Jagd war erfolgreich. Den Grill haben wir auch schon hergeschleppt. Ja, man sieht, der Alex benutzt den viel zu wenig.
Darum müssen wir den jetzt erstmal schnell nochmal ausbrennen, ein bisschen abwürsteln. Und dann schmeißen wir Fleisch haben wir hier. Schweinenackensteaks. Und was haben wir denn da erbeutet? Bockwurst. Das, ich kann es nicht lesen. Ich muss Brille aufsetzen. Jetzt kann ich es lesen. Zwei Paar Rote in Scheeldarm. Hauptsache Essen, Hauptsache Grill. Genau. Gleichzeitig geht nicht. Ja, und ich bin ein alter Mann, da geht auch wieder alles gleichzeitig. Oh, alter Jammerlappen. Komm du mal dabei, Alter. So, Junge, hoch. Jammer nicht, schneid das Ding auf. Endlich wieder was auf dem Grill hier. Mensch. Ja, da weißt du das aber. Lang genug gedauert hat's ja. Und jetzt sogar nicht selbst eingelegt, ja. Warte mal. Batsch doch einfach drauf. Bitte schön. Batsch drauf. Ja. Genau. So, dann machen wir erstmal die zwei. Lassen die schön angrillen. Jo. So machen wir das jetzt. So Leute, das ist hier bloß ein kleines Mitternachtsgrillerchen aus dem Fleischautomaten. Es wird ja wohl jedem jetzt klar sein. Also nichts Gourmet-mäßiges oder so. Einfach nur, dass wir satt werden. Oder Alex? Richtig. Ja. Bravo. Gourmet kann man schon sagen, das ist einer von den besten Metzgern gewesen. Also, okay. Gut, dann holen wir sie runter. Alex hat sich einen Senf drauf geschmissen. Ja, wunderbar, das sieht auch eiweißfrei aus. Und ich habe mal einen Curry-Ketchup drauf geschmissen. Und dann würde ich mal sagen, ab in den Hals und nachher dann noch die Würstle. Also Metzgerware und ab in den Hals. Die sind gut. Und ich habe mich voll gesabbert mit Ketchup. Und wahrscheinlich heiß, oder? Mhm. Aber lecker. Steak verdrückt. Und jetzt haben wir noch die ersten zwei Würstle drauf. Da haben wir dann nochmal zwei. Also für jedes Würstle eine halbe Semmel. Weiter grillen und mampfen. Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum das Scheeldarm heißt. Man sollte die Würstchen, bevor man sie blub, auf den, weg da, auf den Grill schmeißt, ja, die Hülse wegmachen. Mhm. Bist du gerade am Schälen? Ja. Na, geht doch. Noch. Bei dir ist es besser gegangen wie bei mir. Was soll ich sagen? Ich habe noch nie so Würstchen gehabt, wo man hat vorher schälen müssen. Ja, gut. Ach, du auch nicht? Nee. Ich hab gedacht, du bist Metzger. Ja, das klumpert's. Irgendwie so ein so Dings da Mischung. So ein Ding, so klumpert's zu meiner Zeit nicht gegeben. Also, okay. Beim nächsten Mal wissen wir's. Gut, dass wir bloß zwei drauf kann und haben bis jetzt. Ja, jetzt haben wir sowieso schon Finger verbrennt. Da ist doch schon gar nichts mehr drauf. Doch, da. Doch, tatsächlich. So, Leute. Das nenne ich mal eine Wurstsemmel. Genau so soll es sein. So? Naja. Ja, so. Halbe, ja. Halbe Semmel reicht nochmal für Wurst. Hm. Genau. Hier ist nachher die Wurst ohne Brot. Oh. Ja. Heiß. Oho. Oh. Hm? Mhm. Aber auch gut aus dem Automaten, die Würstle. Wunderbar. So, und jetzt ist für heute Feierabend, für heute Nacht. Na gut, wir haben es ja schon morgen und wir sehen uns dann am Vormittag. Ne? Wie spät ist es? Sag's halt einfach. 0.12 Uhr. Ja, also. Ja. Gut, Mitternachtssnack. Geil. Ah, bis morgen.
Also gleich für euch. Genau. Och, euch habe ich jetzt ganz vergessen. Am Auto hier, an dem Citroën, ging's Autoradio nicht. Jetzt geht's wieder. War hinten Sicherung kaputt. Tja, und dann wollte ich das Ding auf Zündplus anklemmen. Da unten drin kein Zündplus weit und breit. Nur ein Plus, der da ist an der Lüftung, wenn auch der Motor läuft. Aber kein direkter Zündplus. Verdammt nochmal. Und da jetzt extra unten alles wegbauen, um ans Zündschloss hinzukommen, habe ich jetzt auch keine Lust, keine Nerven, keine Zeit. Darum verschieben wir das auf irgendwann ein anderes Mal. Aber Hauptsache, das Radio geht wieder. Und den Drecksmarderschutz, wo er haben wollte. Nee, lass mal auch weg. Weil da habe ich dann dasselbe Problem mit dem Zündplus. Naja, egal. Muss ich echt noch gucken, ob ich noch das mit dem Auspuff mache. Schau mal das ganze Zeug, was der da hat, erst einmal an. Falle, wo hast denn dein Schweißgerät? Wo hast denn dein Schweißgerät? Hinter dem Motorrad. Oder Schweißgerät? Also ich kram das Grieß nicht raus. Ich schon. Mach mal. Jetzt hör doch mal einen Fleißiger. Nö, seht ihr nicht, weil das filme ich jetzt nicht. Was ist das? Ein Fülldrahtschweißgerät. Da ist das füllige Gas in dem Draht, deswegen ist das ein Füllgas-Schweißgerät. Das steckst du jetzt einmal ein, holst mal Schweißschild und legst mal Blechel hin, dass ich das mal ausprobieren kann. Schweißschild? Ja. Ich habe eine Schweißbrille. Oh. Hier ist so eine Brille. Hat sich aber gut. Weil kein Draht geht, kein Funken kommt, nichts. Scheißklump. Problem, warum es nicht britzelt, haben wir ja gefunden, gell? Aber irgendwas in der Seele verhindert, dass der Drahtvorschub funktioniert. Also ich vermute stark, dass das Schweißerle hier ein bisschen Feuchtigkeit gezogen hat, deswegen ist das Massekabel so weit rein oxidiert, also das war mindestens so ein Stück. Und wo ich jetzt bloß ein bisschen geguckt habe. Also ich kann mir vorstellen, das ist komplett durchoxidiert. Und ja, in der Seele wird es auch nicht gerade so gut aussehen. Ah, ja, dann hat sich das mit dem Schweißen auch erledigt. Ich werde so langsam mein Zeug zusammenpacken und nachher gibt es dann wieder ein begleitetes Heimfahren. Kann ich aber sagen, dass es ein Schweißgerät ohne Tränen ist. Ohne was? Ohne Tränen. Ohne Tränen? Ja. Dass sich das einfach jetzt wegschmeißt und hat sich erledigt. Ja, genau. Hört sich vernünftig an. Richtig. Dinger kosten ja nichts mehr. Ja, das hat jetzt 11 Jahre, das hat jetzt 11 Jahre treue Dienste getan. Also ja, ja, dann. Nach 11 Jahren kann es aber kaputt machen. Egal. Das kostet so Fülldraht-Dings da von Güte, 100 Euro oder was. Weg damit. So Leute, letztes Päuschen, so wie immer an der Stelle hier. Alex, dieses Wochenende bloß kurz gewesen, aber wir haben gegrillt, geil aber war's. Richtig, aber richtig schön. Jawohl, und jawohl. Richtig geil war's. Jawohl. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Genau. Schauen wir mal, wann wir das nächste Mal hinfahren, ob mit dem Auto oder mit dem Moped. Keine Ahnung, wir werden sehen. Tja, in dem Sinne, Tschaikowski. Tschüss. Halt. So macht man das. Tschüss. Ich hab's geahnt, dass noch irgendein Blödsinn kommt. Egal. Ciao.